Also das Hub aufbauen ist hier 0. Das Häkchen, was ich vorhin gemeint habe, würde das komplett überspringen und wir hätten bereits Tier 1 und Tier 2 zum Forschen, sage ich jetzt einfach mal, zur Verfügung. So, aber Upgrade 1. Sieht man hier, wie viel es kostet? Also Milestone Costs wären Iron Rods, 10 Stück. Und was es bringt, nämlich den Equipment Workshop, den Portal beim Miner und Inventory Slots. Wir selecten den Milestone und sollen jetzt Rods machen. So. Für Iron Rods brauchen wir pro Rod ein Eisenbarren. Und pro Eisenbarren brauchen wir ein Eisenerz. Also craften wir jetzt erstmal Eisenbarren 10 Stück. So. Um daraus Iron Rods zu produzieren. Und geben die im Terminal ab. Wir können auch mal unser Inventory sortieren. Und graden den Hub ab. So, jetzt haben wir ein bisschen größeres Gerüst. Und haben eine Kiste. Congratulations, you have unlocked Building, Workshop, Equipment, Portable Miner, Inventory, Additional Slots, Hub Feature, Personal Storage. Sixth Objective. Complete Hub Upgrade 2. Note, Portable Miners require no power and will mine a node until their inventory is full. Note, multiple Portable Miners can be used on a single node. So, packen wir mal alles, was wir nicht brauchen, weg. Gut. Wir besitzen jetzt neue Möglichkeiten. Also den Portal mit meiner und den Equipment Workshop. Brauchen wir auch, um die nächste Stufe, das Hub Upgrade 2, freizuschalten. Weil wir brauchen Iron Rods und wir brauchen Eisen. Und man sieht schon, wir kriegen dann unser erstes richtiges Gebäude, den Smelter. Wo wir dann Erze einschmelzen können. Und auch Stromsachen. Also Powerlines, Wires und Cables und so. Gut. Ja. Kümmern wir uns erst einmal um das Equipment Workshop. Und ja, die Craft Bench ist im Singleplayer halt nicht so nützlich, weil wir eh eine Craft Bench hier im Hub haben. Im Multiplayer kann halt immer nur eine Person an einer Craft Bench arbeiten. Gut. Equipment Workshop. Brauchen wir 6 Eisenplatten, 4 Rods. Und es gibt eine nette Funktion in diesem Spiel, nämlich die To-Do-List. Wir können Gebäude auf die To-Do-List packen, wie man jetzt sieht. Ist hier an der Seite die To-Do-List erschienen. Ein Equipment Workshop und die Materialien, die wir dafür brauchen. So, wir können aber auch mit einem Rechtsklick auf ein Material Add To-Do-List machen. Zum Beispiel die 6 Iron Plates und die 4 Iron Rods. Gut, das mache ich jetzt nicht jedes Mal. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Und wir sehen, für die 6 Iron Plates und die 4 Iron Rods brauchen wir 13 Iron Ingots. Also craften wir jetzt erstmal 13 Iron Ingots. Und man sieht, wie sich da der Balken füllt, um anzuzeigen, wie viel wir da von den Benötigten gerade mit uns rumschleppen. So. Häkchen gesetzt. Wir haben das Material. Jetzt Iron Plates. 6 Stück. Und ja, Iron Plates kriegen wir pro Crafting-Vorgang 2. Deswegen müssen wir nur 3-mal craften. So. Und what's? Der ganze Rest. So. Wie ihr seht, die To-Do-Liste wurde abgearbeitet, bis auf den Equipment Workshop. Den bauen wir jetzt. So, können wir schön drehen mal. Und hier hinpacken. Dass wir immer hier hin und her laufen können. Und im Equipment Workshop können wir jetzt Portable Miners machen. 3 Stück für jedes Eisenvorkommen erstmal ein. So. Brauchen wir also noch mehr Iron Plates. 6 Stück wieder. So, craften wir erstmal die. Und wir brauchen 12 Iron Rods.
Man kann übrigens auch mit der Leertaste craften. Man muss nicht mit der Maus diesen Knopf drücken. Oh, das war jetzt zu viel. Gut. Das heißt, wir können jetzt die Portable Miner bauen. Und auf den Eisenfeldern, die wir hier besetzt haben, aufstellen. Hm. Dieses Gebiet erinnert mich irgendwie an das Startgebiet damals aus der Closed Beta, die ich gespielt habe. Könnte sogar dasselbe Gebiet sein. So, die Miner aufstellen. Sie sind recht putzig, finde ich. Wie so kleine Star Wars Druiden. So, jetzt baut er sich auf. Und legt los. Gut, letzter Miner aufstellen. Die laufen jetzt voll. Bis sie 100 Eisen im Inventory haben. Und ja, theoretisch könnten wir auf jeden Slot hier, auf jedes Eisenfeld, noch einen Miner stellen. Allerdings wäre das dann doch etwas zu viel Eisen. Also mehr als wir benötigen. So, gut. Für Eisen wird gesorgt. Wir craften uns jetzt noch einen. Portable Miner erstmal. So, dafür brauchen wir wieder Iron Plates. Und Iron Rods. Wenn wir nämlich nachher ein Kupferfeld finden, dass wir den aufstellen können. So, jetzt kümmern wir uns noch um das nächste Tier. Und ja, dafür haben wir definitiv nicht genug Eisen. Na, verkraften wir erstmal das gesamte Eisen, das wir haben. So, 10 Iron Plates brauchen wir erstmal. Die können wir schon mal abgeben. Und der Rest wären Iron Rods. Und ich sehe gerade, wir haben ein Eisenvorkommen übersehen. Es gibt 4 hier. Ha. Das ist sogar eine sehr schöne Ausgangslage dann. So. 4 Eisenvorkommen. Und ja, da brauche ich erstmal gar nicht die Miner leeren, sondern kann sie volllaufen lassen. Aber einen 4. Miner werden wir jetzt nicht brauchen für Eisen. Also erstmal nicht. So, dann machen wir die Iron Ingots und dann die Iron Rods, die wir brauchen für den nächsten Schritt. Gut. So. Und unser Hub hat Wände. Noch ziemlich näher. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Biomass Burner. Scanner feature, copper. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Mhm. Seventh objective. Complete hub upgrade 3. Note. Connect buildings to a biomass burner for power. Note. Buildings such as the smelter require a recipe to be set. Advice. Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Ja. Gut. Wir können jetzt für Kupfer scannen, haben neue Sachen in der Craftbench, nämlich Copper Ingots, Wires und Cables. So, dann suchen wir uns mal Kupfer. So, Kupfer ist nicht mal weit weg. Jedenfalls das Vorkommen hier oben.
Und ja, da drüben ist auch wieder Gift. So, er hat gesagt, Kupfer weg hier irgendwo. Ach, da ist Kupfer. Gut, wir haben Kupfer entdeckt. Natürlich wieder mit einem Wächter, wenn man es so sagen darf. Und ja, Kupfervorkommen sind ziemlich einzeln, was aber nicht so schlimm ist, weil wir gerade am Anfang nicht viel Kupfer brauchen. Dass hier sogar ein normales Kupfervorkommen ist. So. Gut. Dann stellen wir hier unseren letzten Miner auf. So. Und kehren mal zum Hub zurück mit dem ersten Kupfer. Und ja, den Smelter. Drei Smelter sollten reichen erstmal. Für Eisen. Also zwei für Eisen und einen für Kupfer. Und ja, das Eisen reicht gerade nicht für die Watts. Und man sieht, die Drills sind voll. Sie arbeiten nicht mehr. So, holen wir uns einfach mal per Hand einen. Ich merke gerade, die CPU ist überlastet. Ich muss einen kurzen Cut machen. Bis gleich. So, ich hoffe, jetzt geht es besser. Ich hoffe jedenfalls, dass jetzt das Spiel nicht mehr leckt. Also wenn es bis jetzt geleckt hat, das kann ich nicht sagen. Das Spiel ist ja doch ein bisschen CPU-lastiger. Und meine Aufnahmesoftware braucht ja auch die CPU wegen der Codierung. Ja. Ich wollte ein Iron Ingot machen. Dann brauchen wir Wire. Verwurschtel ich mal alles, was ich an Kupfer habe. Zum Wire. Weil wir auch Kabel brauchen. Dann machen wir mal 10 Kabel. Packen das überschüssige Zeug hier, Holz und so, mal weg. So, und dann können wir... Oh, ich brauche ja noch Iron Rods. So. Ja, ich merke gerade, wir haben sowieso ein Problem. Also, ich kann schon mal die drei Smelter hier aufstellen nebeneinander. Das Problem ist jedoch,
Also erst einmal ist das ein schöner Bug, dass ich einen Powerpool bauen könnte, den ich noch gar nicht besitze. Fällt mir aber jetzt gerade erst auf. Das Problem ist, ich kann nur einen anschließen. So, Iron Ingots. Die sind gerade wichtiger als Copper Ingots. Ja. Da wäre der Powerpool, den ich gerade erwähnt hätte. Habe. Braucht allerdings auch Concrete als Baumaterial. So, Select Meister. Gut, wir schnappen uns ihr Blätter. Achso, haben ihn schon programmiert für Eisen. Schmeißen jetzt hier Blätter rein. Und holen uns Eisen, was in der im Smelter geschmolzen werden kann. So. Also ja, tut mir leid, dass ich das mit dem mit der CPU-Auslastung zu stehen bemerkt habe, falls die erste Hälfte jetzt der Aufnahmesession ruckeln sollte. So, wir packen Iron Ore in den Smelter und kriegen wundervolle Iron Ingots. Ja, was ich so für mich gefühlt herausgefunden habe, die Fortbewegungsart, die ich hier gerade benutze, also Sliden und Springen, finde ich, geht schneller als normales Laufen. So, wir haben genug Kupfer für mehr Kabel. Also, werden wir uns erstmal darum kümmern, die Kabel zu machen. Da wir die noch manuell craften müssen, komplett. Schon mal abgeben. Wir können gucken, wie es in unserem Smelter läuft. Haben schon mal genug Materialien, um die Iron Plates zu craften. Die 20, die wir brauchen. Wir können die abgeben. Jetzt insgesamt noch nicht 30, sondern nur 20. Bleiben wir es. So, gib das ab. Nächstes Hut-Upgrade. Jetzt nimmt der Hut langsam Form an. Congratulations, you have unlocked scanner feature limestone. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Okay, eighth objective, complete hub upgrade 4. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Yeah. Den Meister können wir schon mal selecten. Dafür kriegen wir dann Conveyor Belts und mehr Item Slots. Okay, wir kümmern uns erst einmal um einen Miner für den Limestone. Und das waren 2 und 4. Das war eine Wort zu viel. Nein, es war gerade andersrum. Das war jetzt eine Wurz zu viel.
Ja, komm, bauen wir gleich noch einen Miner. So. Gut. Den packen wir allerdings erstmal weg. Den brauchen wir nämlich nicht. Sofort. So, Limestone haben wir da unten. Was gut ist. Auch wenn der da im Weg ist und nervt. So. Hier können wir Blätterwerk und alles mitnehmen. Rein Limestone erstmal abbauen. Und den auch gleich. So. Wird uns den beider schnappen. Den hier unten absetzen. Hier kann er auch bleiben, Stone Bein. So, könnt ihr jetzt ein bisschen Limestone nutzen, um Powerpoints zu machen.